Hallo, wir sind wieder unterwegs im Unterholz und wir haben jetzt hier heute als ersten Fund wieder mal Schaboxkraut. Allerdings werden wir das heute nicht mehr sammeln, denn wie man sehen kann, blüht es und das heißt, das ist der Indikator, dass man Schaboxkraut nicht mehr essen sollte, weil jetzt gewisse Alkaloide, die man nicht unbedingt essen will, sich doch sehr ausprägen. Aber es ist sehr schön anzusehen, die Blüten, und ein wahrer Augenschmaus. Und es gibt ja jetzt viele andere tolle Sachen, die jetzt kommen, immer mehr. Zum Beispiel haben wir hier direkt mitten im Schaboxkraut auch jede Menge Brennnesseln. Da haben wir jetzt auch schon öfter Spinat draus gemacht. Und ja, wir werden mal sehen, was sich heute so findet, denn heute sind wir mit Fahrrad unterwegs. Das heißt, heute ist unsere Reichweite ein bisschen größer. Und mal schauen, was heute so alles sich noch uns zeigt. Wir haben jetzt hier wieder was sehr Interessantes gefunden. Wir sind ja jetzt hier an den Flüssen und Seen unterwegs, gerade auf großen Wiesen. Und hier wohnen ja auch Reiher. Und passend zu den Reihern gibt es hier auch den gemeinen oder auch gewöhnlichen Reiherschnabel. Eine ganz interessante Pflanze. Man kann auf jeden Fall die Blüten essen, auch die Blätter. Also die ganze Pflanze ist an sich essbar. Die Besonderheit ist, da hatten wir jetzt echt großes Glück heute hier, dass dieser Reiherschnabel, so wie der Reiher manchmal auch, die sind ja auch eher so zurückhaltend teilweise, ist auch dieser Reiherschnabel hier eher zurückhaltend, denn er blüht nur einen Tag. Also jede dieser Blüten blüht nur einen Tag. Das heißt, diese Blüten blühen nur heute und die nächsten Knospen sind schon bereit dann für morgen oder so. Und ja, wir werden ein paar davon auf jeden Fall mitnehmen von den Blüten, weil die schmecken echt ganz lecker. Und es ist verwandt mit einem anderen Schnabelgewächs, nämlich mit dem Storchenschnabel. Deswegen hat es wahrscheinlich auch so ein bisschen ähnliche Heilwirkung. Das heißt, es ist gut auf den Magen-Darm-Trakt, auch bei Menstruationsbeschwerden. Aber so richtig viel Informationen gibt es dazu eigentlich gar nicht. Also jetzt, was den Reiherschnabel zumindest angeht. Deswegen, falls ihr was dazu wisst, schreibt es in die Kommentare. Jetzt haben wir was gefunden, was interessant ist, nämlich den Gelbstern. Der Gelbstern ist auch ein Frühblüher, wie man jetzt ja auch an der Jahreszeit sieht. Und ja, sieht sehr hübsch aus auf jeden Fall. Und zum Thema Essbarkeit ist es so ein bisschen umstritten. Also in manchen Büchern heißt es, der sei essbar, aber er enthält auch in geringen Mengen das gleiche Gift wie Tulpen. Andere sagen wiederum auch, deswegen ist er giftig. Und ja, weil es so umstritten ist, lassen wir eher die Finger davon und erfreuen uns nur am Aussehen dieses wunderschönen Gelbsterns. Und es gibt ja, wie man hier sehen kann, noch mehr als genug andere Kräuter. Also hier steht zum Beispiel alles voll mit Vogelmiere. Wir haben hier Taubnessel. Und was haben wir hier noch? Ehrenpreis. Und das war es jetzt erstmal. Ach nee, hier ist auch noch Löwenzahn. Und dann haben wir allein vier Kräuter, die hier wirklich in weniger als einem Quadratmeter Nähe dieses Gelbsterns wachsen, die man auf jeden Fall essen kann. Ja, die werden wir jetzt sammeln und essen. Unser nächster Fund, das Hirtentäschel, ist auch eine sehr feine Pflanze, enthält sehr viel Vitamin C, sehr viel Kalium und steht jetzt schon in voller Blüte. Davon kann man auf jeden Fall auch die Blüte essen und die Blätter und die Stängel, eigentlich alles. Was jetzt so ein bisschen noch fehlt zurzeit, sind diese markanten Täschel, woran man diese Pflanze sonst so leicht identifizieren kann. Also man muss schon ein bisschen gucken, was man da sammelt, aber ja, wenn man die einmal kennt, dann ist es relativ einfach, die zu identifizieren und schmeckt auch echt lecker. Und feiner Fund. Ein weiterer Fund, der Huflattich, haben wir hier in großen Mengen gefunden. Und den werden wir auch in einem anderen Video nochmal mehr im Detail vorstellen.
auf jeden Fall eine tolle Pflanze zum Essen und mehr. Rasten und nicht rosten ist gerade die Devise. Und beim Rasten, da lassen wir es uns schmecken. Wir finden hier Taubnessel, die gefleckte in dem Fall. Und wir haben hier mal zum Vergleich, können wir uns da ein Stückchen ein, Labkraut, nämlich das Wiesenlabkraut und das Klettenlabkraut. Und man kann sehen, das Wiesenlabkraut hat ein bisschen eine dunklere Farbe und die Blätter haben auch wie so einen leichten roten Rand. Und das Klettenlabkraut, ja, es hat einfach, die Blätter sind ein bisschen rarer gesät, würde ich sagen. Es ist auch schon jetzt wesentlich größer als das Wiesenlabkraut. Und natürlich vor allen Dingen das Merkmal, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann auf der Kamera, aber es hat halt diese kleinen Widerhaare, Borsten, Haken, wie auch immer. Und diesen viereckigen Stiel, der auch so leichte rote Linien aufweist an den Kanten. Unser nächster Fund, ein wilder Kopfsalat. Zumindest wenn man nach den Vitamin-C-Werten geht, denn diese drei Stiele Giersch, denn es ist eigentlich Giersch, enthalten so viel Vitamin C wie ein ganzer Kopfsalat. Und ja, hier wächst sehr viel Giersch überall, das heißt, wir werden viel sammeln und vielleicht ein schönes Pesto heute daraus machen. Unser nächster Fund hier zwischen Klettenlabkraut, das Lungenkraut, wunderschön, steht gerade in voller Blüte. Und ja, anscheinend ist heute Tag der Lunge oder sowas. Und Lungenkraut ist auch ganz toll, schmeckt ein bisschen nach Gurke. Kann man die Blätter essen, die Blüten. Und ich glaube, es wird heute ein sehr hübscher Salat mit ja, schon Hoflattichblüten und jetzt auch noch Lungenkrautblüten. Der wird sehr bunt. Und hier haben wir jetzt einen Teppich mit Klettenlabkraut, der mich leider nicht mehr aus seinen Fängen lässt und mich so langsam verspeist.